Die Wesen werden in die Welt geworfen, um danach mal zu sehen, was aus ihnen werden wird. Dabei ist von vornherein doch klar, was aus ihnen werden wird. Manche setzen dabei auf die große Zahl, wie zum Beispiel Fische, die noch ohne Brutaufzucht den Laich einfach ins Wasser abgeben. Später wird die erste Zeit, die Chancen der ersten Zeit verfeinert, indem der Laich beschützt wird an bestimmten Stellen oder sogar die Eihäute mit Panzern wie Eierschalen in Nestern besser geschützt werden, dann in Beuteln und dann kommt die Inneneinnistung der Beuteltiere und der Mammalia. Aber wenn man von vornherein weiß, dass das Ergebnis immer das gleiche sein wird, dann kommt es also darauf an, die Zeitspanne zwischen dem in die Welt geworfen sein und dem wieder ausgelöscht werden, offenbar zu verlängern, das Überleben zu raffinieren und dabei, wie wir gesagt haben, muss das ganze Ergebnis offen bleiben, denn es kommt darauf an, wer es schaffen wird, diese Überlebensspanne möglichst raffiniert dahingehend auszudehnen, dass die dazwischenliegende Zeit möglichst schmerzlos und ja, ich will jetzt nicht sagen genussvoll oder lustvoll, denn bei Tieren geht es darum nicht, sondern Zeit umfassend, Zeit erfüllend ausgefüllt wird. Wenn das Ergebnis ergebnisoffen sein muss, ob diese Unmöglichkeitsgrenze dessen, die gesetzt wird, ohne jeglichen Richtungspfeil auf Bedeutung oder Sinn oder Zweck, sondern nur die allgemeine Richtung des Überlebens per se angezeigt wird, auf dessen Kosten auch jedes individuelle aktuelle Leben geht, auf dessen Bilanzkosten für das Überleben jedes Leben am Ende aufgegeben wird, um eine Pseudo-Realitätsbedeutsamkeit zu erzeugen, ob der Grenze der Bedeutungslosigkeit, der Absurdität, da wir diese zu generieren haben, wenn also es nur darum geht, diese Zwischenzeitspanne, dieses Interspatium möglichst raffiniert oder zeitausgebeutet erfüllen zu sollen und diese ergebnisoffene Hochrüstung immer raffinierterer Überlebenstechniken dazu führt, dass die Konkurrenzierung des Raums, der Zeit, des Lichtes und dergleichen, der Nahrung, der Subsidiarien immer verfeinerter, immer beengter, immer raffinierter ausgebeutet wird, so ist das schon erneut wieder eine Paradoxie, dass wenn es nicht darum geht, in die Welt geworfen zu werden, weil das Ergebnis dann von vornherein immer das gleiche sein wird, sondern nur das Interspatium der Zeitausbeutung zu verlängern und dies zu bewirken, indem der Sozialdarwinismus sozusagen am Ende immer cleverer wird in wechselseitiger Konkurrenzierung der Biotope, dann ist selbst dieses Überleben, Ausbeutungszeit, Erfüllungs,
Ziel am Ende durch seine eigene Ergebnisoffenheit immer mehr konterkariert durch wechselseitige Konkurrenzierung und Verhetzung und Nicht-Ausbeutungsmöglichkeiten der Zeitenräume, weil der Nachbar durch Hochrüstung ein wenig schneller war im Futterneid als ich mit seinen hochspezialisierten Tentakeln. Die Absurdität im System ist also von vornherein so angelegt, mal schauen zu wollen, was an Hochspezialisierung wieder Neues an Formtypenreihen herauskommt, und erreicht damit das Gegenteil dessen, was der Ursprungssetzung war. Denn wenn es nicht das Ergebnis sein kann, denn das Tödliche ist immer das Ergebnis, sondern nur die dissipative Aufspannung des Zeitenraums zwischen dem Ereignis, da man in die Welt geworfen wird und aus dieser wieder verschwinden muss, sondern also nur um Raffinierung dieser Zwischenzeitraum, so ist dessen Einengung und zunehmende Verfilzung und Verfranzung nach Mandelbrotschen Verschlungenheitsgrenzen eine weitere interne Paradoxie oder Aporie alles Lebendigen oder alles Dissipativen, das sich gegen die Endgültigkeit strampelnd zu wehren versucht.